Herzlich willkommen, guten Abend. Ich hoffe, man sieht mich und man hört mich und der Ton ist okay und das Bild ist auch okay. Wenn nicht, bitte ich um dezente Beschwerden, damit ich das hier alles nachsteuern kann. Ich sehe schon, die ersten Leute sind im Chat. Das freut mich immer. Und ich merke auch, dass zumindest der Benjamin uns gut versteht. Herzliche Grüße ins Saarland. Gut, also heute ist Thema die Fantasy, passendes T-Shirt. Und da habe ich natürlich auch wieder eine Expertin dabei, die also uns eine Menge dazu erzählen kann und damit wir hinterher alle ein bisschen schlauer sind als vorher. Ich erzähle aber bisher vorher noch mal ein bisschen, auch um Bild und Ton zu testen, was sonst noch so passiert ist in der jüngeren Vergangenheit. Zum Beispiel gestern. Gestern waren Bernhard Hennen und ich auf Zoom auf Einladung von der Stadtbibliothek in Frechen. Also da war wirklich Full House. Das war sehr schön. Und da war auch ordentlich Leben, sowohl hier vor der Kamera als auch im Chat. Ich habe mich aber gut davon erholt. Also ich habe das gut überstanden und ich glaube, wir konnten auch unsere Phileas von Saga den Leuten ein bisschen näher bringen. Wir hatten noch eine kleine Schwertkampfeinlage, aber haben das auch beide gut und unverletzt vor allen Dingen überstanden. Was Phileason angeht, kann ich auch noch vermelden, dass seit heute das vierte Hörbuch bei Audible zu bekommen ist. Das heißt Silberflamme, der vierte Teil der Phileason-Saga. Also auch da geht es dann entsprechend weiter vorwärts. Und ich hatte letztes Mal angekündigt, ich würde mein Schreibtagebuch zu dem Schreiben von Periodendoppelband 3101, 3102 noch komplettieren um einen Nachtrag. Das ist inzwischen auch live gegangen. Also wer das noch nicht mitbekommen hat und sich dafür interessiert, der findet das auf meinem YouTube-Videokanal und kann sich das dort gerne anschauen. Da geht es darum, was halt passiert ist nach den beiden Veröffentlichungswochen. Da fällt es bei Perioden natürlich steil ab, weil dann der nächste Heftroman schon draußen ist. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. So, ich sehe zwar hier, dass der Chat brennt mit großen Flammen, aber es hat nichts mit meiner mangelnden Tonqualität zu tun, vor der ich ja immer noch Panik habe. Das heißt, ich kann jetzt umschalten und darf meinen heutigen Gast begrüßen. Hallo, Nicole. Hallo Robert, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Genau. So, schön auch, dass du da bist, dass du uns was über Fantasy erzählen kannst. Danke für die Einladung. Da habe ich mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Mal an den Chat hier voll Disclosure. Nicole und ich sind total close, weil wir beide Nordlichter sind. Die Nicole kommt nämlich aus Buxtehude und ich komme aus dem Süden Niedersachsens. Also von daher, hier kommt die nordische Invasion heute in meinem Twitch-Kanal. Also Genau. das finde ich schon mal schön. Ich kenne die Nicole daher, dass sie nämlich auch bei Piper veröffentlicht, so wie ich ja auch. Und das war aber nicht ihre erste Veröffentlichung, sondern sie hat auch Erfahrung schon gesammelt als Self-Publisherin, bevor das passiert ist. Wenn ich jetzt richtig gespickt habe, 2014, stimmt's? Genau. Da hatte ich angefangen mit sozusagen dem Veröffentlichen und dem Versuch, mich sozusagen mal so nach außen zu trauen. Es war dann 2014, dass ich dann ein altes Manuskript sozusagen überarbeitet habe und veröffentlicht habe, Königreich zu verschenken. Und gleichzeitig habe ich dann diesen Schreibwettbewerb entdeckt, wo ich dann auch zu Piper kam. Genau, ich muss aber noch eben hier den Einwurf würdigen von Copperbet 13, der sagt, beste Stadt ever. Damit kann ja nur Buxtehude meinen. Kannst du das bestätigen? Genau, sie Ah, haben mich auch okay. besucht, Coverbet. Ah, okay, Ja. super. Ja, genau, das war nämlich so, die Nicole hat 2015 auf Wattpad, heißt die Plattform, glaube ich, ne? Genau. Auf Wattpad bei einem
Wettbewerb namens Erzähl es uns mitgemacht, der ausgelobt worden ist vom Piper Verlag, wo also mehrere Millionen Einsendungen eingegangen sind, global und weltweit und alles. Und sie hat sich natürlich durchgesetzt und hat diesen Wettbewerb gewonnen. Aber es waren wirklich viele, also Millionen waren es bestimmt nicht, aber es waren wirklich viele, die da Paar mitgemacht haben. hundert vielleicht, ja. Und dann kam sie also mit von Fanfaren begleitet in den Piper Verlag, wo dann 2016 ihr erstes Piper-Buch erschienen ist. Und da waren wir alle schwer beeindruckt, die da ja schon bei Piper waren, und haben uns gefreut, dass wir da dann jetzt eine neue Kollegin haben, die nämlich mit dem Buch, und jetzt muss ich die Zeile richtig finden, genau, da die Magie der Namen da aufgetrumpft hat. Das kam dann als Hardcover und als Hörbuch direkt, glaube ich. Das war so direkt Ja, auf einmal, ne? das war ein Traumstart als Autorin, wenn man das sich so vorstellt, weil das war damals der Spitzentitel durch diesen Gewinn des Wettbewerbs, wo das eben halt als Spitzentitel des Programms ausgelobt. Und wenn man eigentlich Anfängerautorin sozusagen gefühlt ist, jedenfalls in der Verlagsbranche, ich habe zwar schon länger geschrieben, aber das war das erste große Buch, dann ist das schon was ganz Besonderes. Also da war ich ganz mega dankbar auch über diese Chance. Also mich hat da auch sehr beeindruckt, dass du ja direkt, wo das war, wann war das? 2016 ist es erschienen, glaube ich, ne? Genau, 2015 der Wettbewerb. ein Jahr nach dem Ja. Gewinn. Also das ist ja jetzt 5 Jahre her. Das ist ja in Internetzeit ist das ja schon, also das ist ja schon die Epoche davor schon. Also es ist ja schon länger her, was Internet angeht. Aber du warst ja schon sehr aktiv, was so Social Media und sowas angeht. Und man hat überall das Aufpoppen sehen mit mein magischer Name wäre la 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 und mein magischer Name wäre so und so, wo die Fans dann so unheimlich aktiv geworden sind. Was hatte das denn damit Genau. auf sich? Da konnte man sich ja irgendwie richtig noch mit einbringen und reinsteigern in diese Namensgeschichte. Genau, ich hatte das als Aktion mir zum Erscheinen überlegt, weil ich wollte die Leute einfach mit einbinden, das interaktiver gestalten. Und die Idee einfach, dass man keinen als Kind keinen Namen erstmal hat, sondern eine Nummer und dann dieser Name, den man sozusagen bei der offiziellen Namensverteilung bekommt, enthüllt, wer man ist, das heißt, welchen Beruf man hat, ob man bekannt ist oder nicht bekannt ist, ob man reich ist oder weniger reich ist. Das hat viele Leute viel fasziniert. Und dann dachte ich mir, okay, ich erfinde welche Namen und habe dann auch damals im Blogger-Team jeweils einen eigenen Namen mit eigener Geschichte auch zugeteilt, beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Die durften sich dann aussuchen, welche ihnen am Gegen kam. Und ja, das wurde sehr gut angenommen, muss ich sagen. Das kam sehr bei den meisten Leuten auch sehr gut an, genauso wie die Idee mit diesen Namensmagie, das fand ich damals sehr schön, muss ich sagen. Also nur mal auch zur Information für den Chat. Das Buch gibt es natürlich immer noch zu erwerben. Also man kann das noch bekommen. Wenn man jetzt hier ganz traurig ist, dass man das verpasst hat und sich fragt, ob man sein Leben verschwendet hat, weil das dieses Buch jetzt an einem vorbeigegangen ist, gebt euch nicht auf, ihr könnt das noch bekommen. Also das mal nur so nebenbei. Genau, inzwischen als Taschenbuch. Ich habe eine ganze E-Book natürlich auch, oder? Für Leute, die gerne E-Book gibt es E-Books natürlich lesen. auch, ja. Ja, genau. Also ich habe also so eine Sache, die ich nie vergessen werde. Ich habe mal geredet mit dem damaligen Verlagsleiter von Ulysses Spiele. Die machen das Schwarze Auge unter anderem als Fantasy-Rollenspielsystem, wo auch eine Romanreihe es dazu gibt. Ja. Und er hatte damals aus dem Periodenumfeld Atlan-Taschenbücher gemacht. Und er hat dann gesagt, er war auf den Perioden-Weltcon, das müsste 2011 gewesen sein. Und kurz vorher war er auf einer Veranstaltung von Ulysses Spiele zu das Schwarze Auge. Und bei der Veranstaltung zu das Schwarze Auge waren im Publikum 100 Leute vielleicht. Und es gab 30, 35 Publikumsfragen und dann war die Zeit rum, ja. Und bei der Periodenveranstaltung waren 1000 Leute oder so im Publikum und es gab 3 Fragen. Ist das typisch, dass die Fantasy-Leute so viel mehr sich einbringen wollen und wissen wollen und mitmischen wollen? Ist das so eine Community, die da aktiv mittun möchte? Also ich glaube schon. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Zusammenhalt in der Fantasy-Community sehr stark ist. Das kenne ich aus anderen Genres nicht so. Ich war ja auch eine ganze Zeit lang Fantasy-Bloggerin und das war eigentlich schön, weil man da sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt kam, sehr schnell auch mit den Autoren in Kontakt kam. Also es ist eine sehr interaktive Community und alle sind eigentlich begeistert sozusagen von neuen Ideen, von neuen Autoren, auch wenn man direkten Kontakt hat zu den Leuten. Also
Das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass ich das Gefühl habe, das sind alles sehr nahbare Leute. Also ich habe auch, ich muss mich ja hier mal outen, 2 Jahre lang im Verlag gearbeitet, und zwar ein Pressevolontariat gemacht bei Was der Lübbe. Und das ist dann natürlich so, da gab es auch andere Genres wie Krimi, Thriller und so weiter, populäres Sachbuch. Und das ist doch ein ganz anderer Typ von Autor, dem man da begegnet. Also weniger nahbar, also nicht unsympathisch, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist dann doch ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl, das man in der Fantasy-Szene hat. Und das finde ich ganz besonders schön. Deshalb schreibe ich auch so gerne Fantasy, weil man sich da gleich willkommen geheißen fühlt. Jetzt muss ich allerdings einschränkend dazu sagen, du hast offensichtlich ein sehr einnehmendes Wesen, denn hier im Chat wird dauernd geschrieben, Hallo Nicole und Hallo Robert hat noch keiner geschrieben. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, es Es ist auch ein tut mir leid. Hallo Robert. bisschen individuell ist das auch hier. Ja. So, aber Magie der Namen. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Buch erzählen? Also dass wir, jetzt haben wir den Leuten schon den Mund wässrig gemacht, wie toll das ist. Warum ist das so toll? Was ist so der Kern der Idee? Also es gibt Namen und die bestimmen, was man werden kann oder wie Genau, war es das ist jetzt? eine erfundene Welt, also eine High-Fantasy-Welt, sagt man ja dazu. Und die hatte ich mir ausgedacht, weil ich irgendwann mal über Fantasy-Namen mir Gedanken gemacht habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich nach einem bestimmten System vorgegangen bin und diesem Namen dann bestimmte Eigenschaften zugewiesen hatte. Das heißt, weiche Klänge waren dann eher so für sympathische Figuren vorgesehen, während so harte Konsonanten oder scharfe S-Laute dann eher für die Bösewichte zustande kamen bei anderen Fantasy-Geschichten. Und irgendwann hatte ich diesen Geistesblitz, was kann man eigentlich Namen noch zuweisen? Also klar muss man über sich überlegen, nach welchem Prinzip baut man das auf? Man hat ja das ganzen Herkunfts, also Nicole ist ja ein französischer Name. Nicole steht ja auch für Nike, die Göttin des Sieges, also ist davon abgeleitet. Und solche Geschichten, darüber habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, ja, was wäre eigentlich, wenn dieser Name eigentlich genau deinen Kern deines Wesens ausmacht. Und dann über diesen Geistesblitz kam ich so dann zu den Eigenschaften, also die Größe, das Aussehen insgesamt, welche Eigenschaft man hat, welche Fähigkeiten man hat, welche Schwächen man hat, dass all das eben halt immer wieder weitergegeben wird über diesen Namen. Und jeder, der geboren wird, hat eigentlich diesen Namen schon, wird aber erst, wenn an der Grenze zum Erwachsenenleben sich über dieses Namen in einer besonderen Zeremonie bewusst. Und dann erfährt man dann eigentlich auch, welchen Beruf man für den Rest seines Lebens ausüben darf. Es gibt wird natürlich auch für eher unbekannte Namen, also die bekannten Namen sind die großen Helden, die jeder eben halt auch von den Schülern schon kennt. Für diese unbekannten Namen gibt es auch die Möglichkeit, das alles nachzugucken. Das heißt, man hat ein Namensarchiv, dort wird eben halt alles festgehalten zu dem Namen. Es gibt also eine ganz große Tradition, dass das alles dokumentiert werden muss, also was man im früheren Leben gemacht hat und so weiter. Es gibt Namensarchivare, es gibt eben Leute, die Chronologie eben halt des Namens dokumentieren. Bei reichen Persönlichkeiten ist es natürlich besser dokumentiert, weil sie sich dann eben halt das besser erlauben können, sozusagen, das alles zu dokumentieren. Aber auch über die anderen Namen erfährt man was. Und ja, und dann ist es aber nur so, dass der Held dieser Geschichte Nummer 16 eigentlich ein sehr, Entschuldigung, Nummer 19, mit 16 hat er seinen Namen bekommen. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier selbst meine Geschichte durcheinander werfe. Also Nummer 19 hat einen Namen bekommen. Und normalerweise ist es so, dass mindestens zumindest der Nachname, der Dynastiename einem sagt, welchen Beruf man hat. Und dann kriegt er den Namen Tirasan Passario und kein Mensch weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Was hat er jetzt für einen Beruf? Welche Fähigkeiten hat er? Er hat keine Ahnung. Er hat also 16 Jahre lang auf diesen Namenstag gewartet. Und dann stellt sich heraus, ja, also irgendwie, Immer noch ja, nicht was jetzt, schlauer. ne? Immer noch nicht schlauer. Also muss er jetzt in die Hauptstadt reisen, in dieses Namensarchiv, wo alles festgehalten wird. Es gibt auch noch zusätzlich zu diesem Namensarchiv dann immer halt Dokumente eben halt auch über die Besitztümer, was eben halt separat so ein bisschen behandelt wird. Und er erfährt dann eigentlich erst, als er dort ankommt oder auf diesem Weg dorthin, was er eigentlich für Fähigkeiten vielleicht hätte. So, Ich will und jetzt jetzt nicht machen zu wir viel nämlich den Schnitt, verraten. damit die Leute das selber lesen müssen. So sieht das nämlich aus. Genau. Aber wir haben hier schon als Chatbeitrag von Tia Hahn,
dass du offenbar öfter coole Geistesblitze hast. Ja, Ist das dazu muss man wichtig? sagen, Tia Ahn ist so ein Katharina, eine Testleserin von mir, und die hat dann auch schon mal so ein bisschen Insiderwissen. Wie ist denn das, ist das wichtig, dass man eine besondere Idee hat, einen Geistesblitz hat für als Kern für eine Fantasy-Geschichte? Ist das oder hilft das oder ist das vielleicht manchmal sogar hinderlich? Also ich finde es wichtig, aber ich glaube, jeder Autor ist da so ein bisschen anders. Also für mich ist es so, ich bin Vielleserin und mich langweilt es, wenn ich einfach Geschichten zu häufig in verschiedenen Varianten, sage ich jetzt mal, wieder sehe. Also es gibt natürlich viele Fantasy-Themen, wo man sagt, ah, der Waisenjunge, der zum Auserwählten wird und so weiter. Das kennt man irgendwie schon. Das wird dann mir als, ich sag mal, Vielleserin wird es dann als Thema relativ schnell langweilig. Also suche ich mir eher, wenn ich dann eigene Geschichten schreibe, Ideen aus, die ich so selbst noch nicht gelesen habe. Aber das ist, glaube ich, bei jedem ganz anders. Also es gibt natürlich auch andere Autoren, die gehen da mit einer anderen Zielsetzung ran. Also ich möchte mich nicht langweilen. Dadurch, dass ich es intensiv plotte, muss ich dann auch eine Geschichte haben, die mir immer noch beim Schreiben auch noch Spaß bringt. Nicht, dass ich davor sitze, oh, jetzt musst du das Kapitel schreiben. Du hast aber schon alles durchexerziert. Es ist nichts Überraschendes mehr dabei. Also es muss schon irgendwie noch sowas sein, was dir auch Spaß bringt selber beim Schreiben. Weil sonst wird das Erarbeitung wenig Vergnügen. Wie das Publikum schon bemerkt haben wird, sind wir damit eingestiegen in die steilen Thesen. Wir machen jetzt ein Genau. paar steile Thesen. Es gibt aber noch mehr Buchtipps. Also wir haben dieses Mal viele Buchtipps vorbereitet. Ja. Fantasy hat das Personal aus den Märchen übernommen. Stimmt das? Man kann es so ein bisschen sehen, obwohl, wenn man jetzt, ich habe ja auch Literatur studiert, muss ich jetzt an dieser Stelle anfügen, wenn man jetzt an die Fantasy-Charaktere denkt, die sind natürlich viel, vielschichtiger. Das Personal aus den Märchen war normalerweise eine Haupteigenschaft. Das sind so eher so Typen gewesen, die man dann eben halt sozusagen auf eine Haupteigenschaft reduziert hatte und mit denen man gearbeitet hat. Aber es gibt natürlich viele, wie die Hexe, die jemanden verflucht, oder die Prinzessin, der König und so weiter. Es gibt natürlich viele Gestalten, die natürlich mit in die Fantasy mit übernommen werden. Also es gibt schon natürlich eine Verwandtschaft auch zwischen den beiden Genres, kann man ganz klar erkennen. Finde ich auch. Also kann da auch wenig anfügen. Also letztlich sehe ich es auch so, das Personal ist im Prinzip übernommen, aber erwachsener geworden. Ne? Also vielschichtiger, ausdifferenzierter, so solche. Ne? Also dass man dann sehe ich auch so. Wenn der Chat anderer Meinung ist, bitte ruhig mal sagen, dann können wir sagen, warum wir trotzdem recht haben. Haha. gut. Märchen sind ein Teil der Fantastik. Mit Fragezeichen schreibt Sirenai. Doch, ich würde es schon so sehen. Also Ja, sehe ich auch Fantastik kann so. ja vieles sein, auch könnte ja auch zum Beispiel Horror sein. Also wenn ich jetzt an unseren Pan-Verein denke, also ich bin Mitglied im Fantastik-Autorenverein, da gibt es eben halt auch Horror, fantastischen Horror, der mit da reinfließt. Also Ja, aber Science-Fiction, Märchen, Fantasy, ja. also mit Horror habe ich tatsächlich bei dieser Kategorisierung das Problem, dass Horror ja an sich erstmal nur heißt, ich schreibe es darauf hin, dass die Leute sich ängstigen. Ob das dann klappt oder nicht, ist ja die nächste Frage. Aber das Ja. kann ich ja machen ohne jedes fantastische Element. Ja, also ich kann ja Ja. einen Psychothriller schreiben, der gruselig ist, zum Beispiel, ja, oder dieses ganzen Slasher-Sachen. Das ist ja dann nicht fantastisch, aber es ist trotzdem Horror. Ja. So. Fantasy ist die Literatur des Unmöglichen. Das hat ein berühmter Mann gesagt, um dich gleich mal zu warnen, falls du widersprechen möchtest. Ich finde immer diese Sichtweise, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade nicht spontan, wie er es gesagt hat, aber ich finde immer die Sichtweise doch sehr einschränkend, weil für mich ist eigentlich Fantasy das Genre, der das vielleicht nicht den unseren Gesetzmäßigkeiten entsprechenden, aber das Vorstellbaren. Also eigentlich ist das alles ist möglich, was man sich vorstellen kann. Also eigentlich ist es genau die Literatur des möglichen Denkbaren. Also ja. Des Denkbaren, ja, Ja. okay. Also es kommt von, da muss ich jetzt auch gleich sagen, so wie er das dann ausführt, also es hört sich für mich erstmal plausibel an, aber dann die Beispiele, die er bringt, fand ich dann auch schon sehr steil, von Ray Bradbury. Ray Bradbury hat gesagt, Science Fiction ist die Literatur des Möglichen, was aber noch nicht real ist, aber möglich wäre.
Und Fantasy sei die Literatur des Unmöglichen. Also was dem, was wir eben über die Naturgesetze zu wissen glauben, völlig widerspricht. Ja, es gibt eben keine Drachen, die mit einer Spannweite von 10 Metern fliegen können und dabei 40 Meter lang sind oder irgendwie sowas. Ja, das ist halt, kann nicht funktionieren, nicht mit unserer Atmosphäre. Er hat aber als Beispiel dann hinterhergeschoben, dass die Mars-Chroniken, was so ein Klassiker der Science-Fiction ist, ein Fantasy-Roman sei, weil er eine dichte Atmosphäre auf den Mars gepackt hat. Und sein einziges Science-Fiction-Buch, wobei er so ziemlich einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, sein einziges Science-Fiction-Buch sei Fahrenheit 451. Weil das eben etwas sei, was tatsächlich völlig möglich sei. Und da würde ich dann sagen, da steigt es dann irgendwie aus, weil ich glaube, wenn du den Leuten so einen typischen Bradbury-Roman schenkst und denen sagst, hier hast du einen tollen Fantasy-Schmöker, dann sagen die auch, was hast du denn für Medikamente genommen? Also das, aber Ich glaube, es ist, von ja, der es ist Idee nach. finde ich diese Differenzierung gar nicht so schlecht. Also auch Science Fiction ist ja irreal, aber denkbar, wäre ja auch deine Forderung, dass das irgendwie alles Ja. denkbar ist. Aber man kann sich irgendwie vorstellen, man kommt da vielleicht mal hin oder so, ja. Und das ist dann zu sagen, bei der Fantasy ist das halt nicht so, kann ich irgendwie zumindest, dem kann ich irgendwie was abgewinnen. Ich sage nicht, dass man es so sehen muss, aber. Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, was derjenige für einen Fokus selbst auf sein Genre legt, wenn man schreibt. Weil ich mir ganz häufig vorstelle, wie das ist, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Problem in unserer Welt sehe, was ich zum Beispiel ansprechen will. Also zum Beispiel das mit der Namensmagie, das war natürlich auch ein Thema, wo ich dann einfach sage, okay, was definiert uns eigentlich? Es ist natürlich auch der Name ein bi bisschen ausschlaggebend, aber nicht in der extremen Form, wie ich das hier in der Fantasy dann gemacht habe. Man kann natürlich sagen, dass man dann auch in der Fantastik, also in der Fantasy, einfach Dinge aus unserer Welt nimmt, aus dem Zusammenhang löst, um was zu verdeutlichen und vielleicht überspitzt darzustellen, was man sonst, wenn man eben halt in unserer Welt lebt und eben halt Teil dieses ganzen Konstrukts ist, vielleicht gar nicht erkennen könnte. Also das finde ich eigentlich an der Fantastik auch so schön, dass man einfach viele Dinge eben halt deutlich machen kann, die vielleicht gar nicht so deutlich machbar wären, wenn das eben Man halt hat nicht in der die Fantastik wäre. literarische Lupe zur Verfügung und kann Dinge Genau, genau. hervorheben. Ja, natürlich. Ja. Wir sind schon super als Fantastikautoren. Ich muss mich entschuldigen bei Jonas Atreides, weil der hat ja schon mal einen super Chatnamen und der fragt nämlich, was wir von Bradleys Dark-Over-Zyklus halten, wo die Nachfahren der Astronauten Magie haben. Das Problem ist, wenn wir da jetzt abbiegen, kommen wir nicht wieder zurück. Also da können wir Es ist jetzt auch die, wirklich, da ja, kommen wir dann in ich, diese ist auch Schiene, die dass wir Frage, sagen, wer dann die Sachen noch kennt, weil ich weiß, ich habe das in den 90ern sehr stark gelesen. Das ist schon eine Weile her. Man merkt Ja, schon, aber wir das sind ist auch, beide die ältere ja schon, aber letztlich ist ja Gesellschaft. der Kern der Sache ist ja, dass man sagt, eine ganz weit fortgeschrittene Technologie ist Ja. für uns als heutige Leser nicht von Magie zu unterscheiden. Ne? Ja. Das geben wir mal als Stichwort mit. Da kann dann jeder mal drüber nachdenken, während wir die nächste steile These uns vornehmen. Auch von einem Vielleicht auch bekannten noch mal kurz in Kollegen. den Chat gucken. Ich glaube, Jonas hatte auch schon eine Frage, auf die wir gar noch gar nicht eingegangen sind. Nicht, dass wir Ja, die irgendwas Dark-Over-Sache. verpassen. Nee, vorher schon. Wir sind ein bisschen schon vorher. Warte mal, ich scroll mal kurz hoch. Nicole, hast du eigentlich alle Charaktere fertig im Kopf, wenn du dich ans Plotten machst, oder entwickelt sich das erst, während du am Plot arbeitest und ist dann bis zum Schreiben fertig? Die zweite Variante. Also meistens fange ich mit einer Idee an, muss ich sagen. Dass mir ein Charakter fertig in den Kopf spaziert, ist eher selten. Es kommt vor, aber das ist nicht mein Hauptweg. Normalerweise fange ich an mit Brainstorm, also mit der Idee, mit einer, ich sag mal, zündenden Idee, wo ich sage, oh, das ist was Besonderes, da denke ich gerne drüber nach, sammle eben halt erstmal Ideen und dann eben halt, wenn ich mich in dieser Welt bewege, die Ideen sozusagen sammle, dann kann ich mir vorstellen, wer kommt mit welchem Problem vielleicht von dieser Welt in Kontakt? Wer steht genau vor dieser zündenden Ausgangsidee und muss sich jetzt damit mit einem gewissen Problem rumschlagen? Und wie tut er das? Und wie sich diejenige Person verhält, das definiert dann natürlich dann auch den Charakter. Und da habe ich dann doch meistens den umgekehrten Weg, dass erst die Idee, die Welt entsteht und dann eben halt die Figuren. Dann setzt du die Figuren rein. Wo wir bei Genau. Figuren sind, fantastische Geschichten erfordern realistische Figuren. Hat auch ein schlauer Kollege von uns erzählt. Ist das Genau. so?
Ja, man muss sich ja schon mit der Welt erstmal beschäftigen, damit anfreunden. Also es ist natürlich ganz klar, dass man, wenn man zum Beispiel den Elfen hat, der jetzt 1000 Jahre alt wird und dann sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen muss als wir, dann ist es natürlich ganz schwierig, was mit dem anzufangen, weil das einfach nicht unserer Lebensrealität entspricht. Also dementsprechend müssen die Figuren eigentlich Gedankengänge haben oder Probleme haben, die wir als Leser nachvollziehen können, mit denen wir was anfangen können. Sonst lässt uns diese Geschichte kalt. Also es ist dann natürlich schon, man stürzt sich ja schon in eine fremde Welt, wenn du dann auch einen fremden Charakter hast, wo du nicht weißt, warum handelt er jetzt so, warum verhält er sich jetzt so, warum legt er so viel Wert zum Beispiel auf dieses Ziel, dann wird es ganz schwierig, dann mit dieser Geschichte was anzufangen. Negunaki, love them both, schreibt: Ich sage, je abgedrehter die Welt und die Ideen, desto greifbarer muss alles andere sein. Kann ich so Also unterschreiben. derjenige, der das gesagt hat, der hat das übrigens so argumentiert, dass er meint, man muss ja irgendwie dieses Suspension of Disbelief hinbekommen, dass die Leute eben vergessen, dass sie nur bedrucktes Papier in der Hand haben und sich gedanklich in diese Welt hineinbegeben und dort einlassen. Und die müssen halt, die können nur eine gewisse Distanz gehen. Wenn die jetzt schon eben, wie du sagst, in so eine fantastische Welt hineingehen und dann aber noch so eine total abgedrehte Figur haben, die halt, wo man keinen Connect zu bekommt, dann hängt man eben viel ab. Es war übrigens Kai Meier, Ja. der das gesagt hat. Schlauer Spruch. Ja, ne? Schlauer Mann. Ja, Genau. schlauer Mann. Überhaupt super Typ, gefällt uns gut. Du hast mir ein paar Einsteigertipps gegeben für Leute, die mit Fantasy mal so richtig Genau. durchstarten wollen. Zum Beispiel die Flüsse von London. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, was natürlich für Leute, die mit Fantasy noch nichts zu tun haben, sich immer gut eignet, sind so verwandte Genres. Das heißt, wenn man zum Beispiel Krimileser ist, dann fängt dieser Roman eigentlich ganz gut an, weil wir haben einen jungen Polizisten, der nun an einen Tatort kommt, eine Leiche findet, diesen Tatort absichern muss und nun einen Zeugen begegnet, den er versucht zu befragen. Stellt sich aber erst während dieser Befragung raus, dieser Zeuge, den er da sieht, ist eigentlich ein Geist. Und dann stolpert er sozusagen über diese übernatürliche Welt, die in London eben halt neben unserer existiert. Also es gibt eben halt auch Flussgeister, die eben halt doch sehr alt werden können und eben halt über Magie verfügen. Es gibt auch noch andere Wesen, Zauberer und so weiter. Und er begegnet nun dem Inspektor, der sozusagen für das Übernatürliche zuständig ist. Und dadurch, dass er nun diesen Zeugen befragt hat und sehr neugierig auch ist, gerät er in diese Ermittlung hinein und kommt in diese Welt auch so ein bisschen hinein. Und diese Reihe ist eigentlich für Krimileser, die sich so ein bisschen auf was Neues einlassen wollen, eigentlich ein sehr guter Einstieg in die Fantasy. Es überfordert einen nicht, es sind natürlich viele Krimi-Elemente eben halt auch dort vorhanden, die man natürlich dann als Leser wiedererkennt. Und dann kommen immer zusätzlich immer so nach und nach so kleine Fantasy-Elemente hinein, wie so der Geist oder die Magie und so weiter. Okay, also für die Leute, die uns zuschauen, wenn ihr Krimileser seid und sagt, alle coolen Typen, die ich kenne, sind aber Fantasy-Fans und ich kann nicht mitreden, gebt euch nicht auf, ihr lest die Flüsse von London und dann kommt ihr da Genau. allmählich rein. Es gibt noch einen anderen Weg, man kann auch Drachenbrut lesen. Genau. Ich hatte jetzt eben für verschiedene Genres eben halt Einsteigerbücher Ah, das rausgesucht. darfst du nicht sagen. Ich wurde voll ausgeschimpft, weil ich Genres gesagt habe. Das heißt Genre. Oh, Das S ist stumm. Ich Genre. wurde total, wurde ich von meiner Tanzpartnerin zur Schnecke gemacht. Die hatte das Video gesehen. Ja, gut, du hast recht. Das ist Französisch, das S spricht man nicht aus. Da hast du recht. Hat aber mit Drachenbrut wenig zu tun. Worum geht's in Ja. Drachenbrut? Also wenn man historischer Fan ist, ist das vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Es gibt eine Untergattung der Fantasy, die nennt sich historische Fantasy. Und das hier ist ein Beispiel davon. Naomi Novik schreibt in Drachenblut die Geschichte des Kriegs gegen Napoleon, also gegen Frankreich nach. Und dort ist es nur so, dass nicht nur die Marine und die Armee sozusagen zum Tragen kommen, sondern auch ein Luftkorps, das eben halt mit Drachen, intelligenten Drachen, muss man dazu sagen, die können sprechen und sind auch eben halt jedenfalls die Hauptfigur dieses Romans, eben halt auch sehr leseaffin, sehr wissensbegierig,
Wissensbegierig. Und Temeraire ist sozusagen ein Drache, der bei einer Marinekaperei, also die haben eben halt ein feindliches Schiff aufgetan, erbeutet wird, und der Marinekapitän Lawrence muss jetzt plötzlich damit umgehen, dass er nun einen anhänglichen kleinen Drachen erstmal durchfüttern und an Land bringen muss. Und dieser Drache hat sich nun auf ihn fixiert und er wurde gar nicht auf diese Rolle vorbereitet. So wie eine Normalerweise ist es so. Ente, die dann da irgendwie einen Ja, Entenpapa hat. genau, Okay. genau. Und Temeraire ist also wirklich ein sehr intelligenter und liebenswerter Drache. Und nun geraten die beiden natürlich als Außenseiter in dieses Marinekorps der Drachen und müssen natürlich erstmal lernen, wie man so Manöver fliegt, mit anderen Drachen zusammenarbeitet. Manche Drachen haben auch besondere Fähigkeiten wie Säugespein und so weiter. Und Temeraire wächst nun heran und wird auf diese Aufgabe zusammen mit Lawrence vorbereitet. Und dann kommt natürlich die erste Schlacht. Napoleon hat sich einen Trick ausgedacht und will jetzt natürlich England angreifen. Das ist natürlich dadurch, dass sie natürlich die Engländer sind und zum englischen Luftkorps gehören, müssen sie natürlich jetzt versuchen, die Insel zu verteidigen gegen die Invasion. Also, wir haben gelernt, es ist ein Buch, das ausnahmsweise mal nicht das Mittelalter als Vorbild hat, Nein. trotzdem in die Historie geht. Und wenn man sich da dann Genau. interessiert für diese Zeit, dann ist man also da richtig. Und wir haben aber noch ein drittes, oder du hast noch ein drittes Einsteigerbuch ausgewählt, Genau. Seelentraum. Ist das der Titel oder ist das der Reihentitel? Das schlafende Wolkenvolk? Was ist Es davon? ist ein Einzelband. Ach so. Die anderen beiden sind Reihen. Also das ist Seelentraum ist ein Einzelband. Vielleicht schreibt Liane ja nochmal irgendwann einen weiteren Band. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Seelentraum, das schlafende Wolkenvolk ist für alle, die so ein bisschen mehr auf Abenteuer oder romantische Geschichten stehen. Ganz schön. Es ist auch eine ganz zauberhafte Welt, die sie sich ausgedacht hat, aber sie überfordert eigentlich. Das heißt, wenn man eben halt Einsteiger ist in die Fantasy, finde ich immer sehr, sehr schwierig, sehr komplexe High-Fantasy-Welten mit 1000 Figuren zu empfehlen, weil da wird man als Leser doch schnell frustriert, weil man einfach nicht mehr mitkommt. Überfordert ist erstmal von der ganzen Magie, vielleicht von den Göttern, von den irgendwelchen Schlachten, die noch kommen. Also schön ist es erstmal mal so einen kleinen, überschaubaren Rahmen, eine überschaubare Welt und einen überschaubaren Magiesystem hat. Und das ist alles hier mit einer tollen Abenteuergeschichte und einer kleinen romantischen Geschichte verbunden. Und es geht um Aja Teufelsbraut. Die ist nämlich eigentlich eine Erdenbewohnerin, hat aber eine Wolkenschafherde zu betreuen. Und diese Wolkenschafe sind magisch in diesem gewissen Sinne, weil die können nämlich mit ihrer magischen Wolle fliegen. Das heißt, die ziehen eigentlich von Wolke zu Wolke, und Aja nutzt dann eben halt die Wolle, die sie eben halt von ihren Wolkenschafen bekommt, um mit ihren Wolkenschafen über eben halt die Wolken zu ziehen und dann auch mal hin und wieder einen Blick auf die verlassenen Himmelsstädte des Wolkenvolks zu werfen. Und eines Tages stellt sie fest, dass eine dieser Himmelsstädte doch gar nicht so verlassen ist, und stößt auf ein kleines Geheimnis und auf einen Wolkenkrieger. Und ja, da fängt eigentlich die Geschichte an. Ich will auch nicht zu viel verraten und nicht zu spoilern. Auf jeden Fall ist es eine tolle Geschichte. Und ich finde diese Wolkenschafe einfach zauberhaft. Also wenn man einfach so, ach, so ein bisschen schmachten will, sehr schön. Your audience is listening hat uns hier sein Problem, sein oder ihr Problem geschildert, nämlich, dass es schwierig sei, sich mit Figuren in Fantasy-Romanen zu identifizieren, bis man erstmal auf der Mitte ist. Jetzt hatte ich bei der Vorstellung von dem neuesten oder letzten Buch, was du dort hattest, den Eindruck, da kommt man direkt mit den Figuren und kommt dann mit den Figuren in die Ja. Geschichte auch hinein. Ja? Das wäre dann ja Ja. vielleicht eine Idee. Gut. Okay, wir gehen mal zurück zu unseren Steilthesen. Muss ich nur mal gucken, wo ich denn gewesen bin. Da. Fantasy behandelt allgemein menschliche Themen. Ja. Zum Beispiel das Erwachsenwerden, oder es kann ja, wie gesagt, auch eine Liebesgeschichte sein, oder eben halt der Konflikt Gut gegen Böse, Pflicht gegen Freiheit und so weiter. Also es sind komplett komplexe Themen, aber eigentlich alles Themen, die wir kennen.
nur in einem halt besonderen Setting. Also ich finde es auch sehr schön, wie vielfältig da die Fantasy sein kann. Also wir können natürlich einen fantastischen Krimi haben, wir können eben halt auch, wir haben ja schon festgestellt, eine fantastische Historie beleuchten. Also da ist einfach sehr viel Möglichkeiten einfach da. Ich finde, dass dieses allgemein Menschliche vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass wir eben tatsächlich eine gewisse Verwandtschaft zu Märchen nach wie vor haben. Weil das Ja. Märchen ja auch eigentlich, wenn man so will, Moralgeschichten sind, die auf das Leben vorbereiten. Das ist ja so der Kern der Märchenerzählung, wenn man so möchte. Und in der Fantasy haben wir vielleicht jetzt diese eindeutige Moral nicht mehr so ausgeprägt, weil es eben mehr so die Erwachsenengeschichten sind. Aber wir haben immer noch etwas sehr Archetypisches und sehr grundsätzlich Menschliches. Also der düstere Wald, das ist einfach so ein Seelenbild letztlich, das uns vielleicht auch ansprechen kann. Beziehungsweise Naomi Novik hatte ja auch den Wald als Thema genommen. Also falls man noch was anderes von ihr lesen möchte, was eben halt nicht historisch ist, kann ich auch sehr empfehlen. Finde interessant, Negonaki Love Them Both hat hier geschrieben, in der Fantastik können viele Themen merkwürdigerweise direkter in Anführungszeichen angesprochen werden. Ist auch eine steile These. Was finden wir davon? Ja, also es kommt immer auf den Autor drauf an. Kann er das? Kann er das Ja. so konzentrieren und dass es eben halt wirklich konzentriert auch dargestellt wird, sehr fokussiert dargestellt wird. Es gibt viele Autoren, die sehr ausschweifend erzählen, sich sehr viel Zeit nehmen für Weltenbau, Beschreibungen und so weiter, während eben halt andere doch sehr stark dann auch auf so das Kernthema abzielen. Also das ist immer, glaube ich, kommt auf den Autor drauf an. Ich würde es nicht für alle unterschreiben. Also wenn man das jetzt hier als Potenzial sieht, das speziell die Fantastik bietet, dann finde ich, liegt das Potenzial darin, dass man es tatsächlich das Thema, das man behandeln möchte, auch von jedem Kontext lösen kann. Ja. Also wir haben das sehr stark, wenn wir so militärgetriebene Geschichten haben mit Feldzügen und so. Du hast natürlich immer, wenn du einen realistischen Roman schreibst, so eine Konnotation, dass man sagt, ja, da haben jetzt die Ich sage, nehme jetzt mal ganz fiktiv, was die Araber gegen die Türken gekämpft. Und jetzt habe ich aber bei den Türken zu wenig Sympathieträger. Also könnte man daraus lesen, ich finde Türken doof oder irgendwie sowas. Wenn es aber nicht Araber und Türken sind, sondern zwei völlig fiktive Völker oder Spezies sogar in einer fantastischen Welt, dann habe ich diese Konnotation gar nicht mehr. Ja, vor allem man verbindet dann auch schon gleich was, wenn man vielleicht sich dann mit diesem Thema schon intensiver beschäftigt hat, dann sagt man, ach, der hat aber zu viel weggelassen, der Autor, der Ja, hat das zu sehr genau. verfälscht Der und hat so es weiter. nicht Und wenn man komplett eben halt, erzählt, ja. genau, und das ist dann einfach eine Vorerfahrung, die man eben halt bei einer Fantasy-Welt, die erfunden ist, gar nicht hat. Das heißt, man muss einfach sich mit dieser Welt dann erstmal beschäftigen und man ist auf einem relativ ähnlichen Vorwissensstand. Das kann natürlich auch schon mal sein, dass jemand, der sich mit Fantasy schon besser auskennt, schon gleich über bestimmte Hinweise stolpert und dann schon eher erahnen kann, in welche Richtung es geht oder vielleicht auch schon Erfahrungen mit dem Autor gemacht hat und es ist vielleicht eine Reihe und so weiter, der hat natürlich einen anderen Wissensstand, das ist klar. Aber ansonsten kommt man da eigentlich mit relativ frischem Blick in diese Welt rein und muss das erstmal zusammen mit den anderen Lesern ergründen. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende. Man Man hat kann eine einfach halt vergleichsweise auch, leere Leinwand, auf die man dann genau, und projiziert. man kann sich da relativ gut austoben als Autor. Die Tiefenpsychologie ist die Schwesterwissenschaft der Fantasy. Das hat auch Ja. jemand gesagt, den zumindest ich ziemlich gut kenne. Also, ich glaube, der ist auch in der Szene ziemlich bekannt. Ich muss gestehen, mit Psychologie kenne ich mich eigentlich nicht gut aus. Also man kann auch Fantasy-Autor werden, wenn man eben halt empathisch ist, ohne das studiert zu haben. Also studiert Ja. haben muss man sicherlich nicht. Es gibt aber das beschränkt sich gar nicht auf die Fantasy, aber es gibt so eine Storyteller-Tradition, sag ich mal. Das hat angefangen mit, oder sagen wir mal, die Heldenreise. Du hast bestimmt von der Heldenreise mal Ja. gehört oder die auch angewendet möglicherweise. Das ist ja die Adaption für das Filmgeschäft. Das hat der Christopher Vogler geschrieben. Der hat das adaptiert, die Erkenntnisse von Joseph Campbell. Joseph Campbell hat geschrieben, der Heros in 1000 Gestalten. Und das ist Tiefenpsychologie. Der hat also Märchen und Sagen aus aller Welt genommen und hat sich überlegt, was sind so die typischen Handlungsmuster, die offenbar allgemein menschlich sind, weil sie auf der ganzen Welt ähnlich erzählt werden, mit ähnlichen archetypischen Figuren und auch Stationen auf dieser Heldenreise. Und
um den Bogen jetzt hier zu dieser These zu bekommen, diese Figuren aus den Sagen, wir haben ja das Märchenpersonal übernommen, also diese Bilder und Figuren und Archetypen, die er da identifiziert hat, die kann man natürlich in der Fantasy eins zu eins übernehmen. Man muss sie, wenn man einen Krimi macht, den man nach dem Schema erzählen möchte, muss man das übersetzen. In der Fantasy kann ich den Oger zum Beispiel, kann ich da so reinsetzen, wie er halt ist als Oger. Und ich glaube, daher kommt diese These und sie kommt übrigens von Werner Fuchs. Also Werner Fuchs ist einer der Erfinder von Das Schwarze Auge und Literaturagent und so weiter. Also von daher sagt er vielleicht auch einigen was. Benjamin Spang sagt, er kann das Voglerbuch empfehlen. Die Odyssee des Drehbuchschreibers heißt das genau. Also wer sich dafür interessiert, es gibt auch noch The Key, die Kraft des Mythos von James N. Frey. Der hat das dann nicht für den Film, sondern für den Roman adaptiert. Also das kann man, wenn man in diese Richtung gehen möchte und einen das besonders interessiert, wird man da auch fündig. Wir gehen aber in Richtung Tolkien, denn ohne den gäbe es keine Fantasy, sagt unsere nächste These. Ja, er hat eigentlich das Genre so richtig bekannt gemacht, das stimmt. Also klar, es Achtung, gab Chat, Schü Achtung, Achtung, die Nicole hat uns jetzt verraten, der hat das bekannt gemacht. Das heißt, es gab es vorher schon. Also hier Ja, eine wichtige Differenzierung. wenn man eigentlich damit anfängt, ist es der, also ich denke mal, Jules Verne sagt auch jedem was. Also er hat ja auch schon in fantastischen Welten, also oder beziehungsweise fantastische Ideen mit in seine Romane gebracht. Also ich würde nicht sagen, dass es vor Tolkien keine Fantasy gab. Also da wär ich dann so, ich sage, nee. Aber er hat das Bild geprägt, was Fantasy sozusagen heutzutage ist. Also eine High-Fantasy-Welt zum Beispiel, So, jetzt die er mal sich entwickelt hat. provokante Frage an die Nicole. Ja. Hat das der Fantasy genutzt oder geschadet? Ich denke schon, dass es genutzt hat, weil viele, also ich muss gestehen, also ich habe zwar vor Tolkien auch schon andere fantastische Romane gelesen, aber mit 16 oder 17 war es für mich auch so ein Ausschlagpunkt, wo ich gesagt habe, ja, die Begeisterung für High Fantasy oder beziehungsweise das Staunen, was eigentlich möglich ist in der Fantasy, hat der auch bei mir geweckt. Also ich kenne viele andere Autoren, die eben halt auch High Fantasy schreiben, die sagen, ja, Tolkien war der Anstoß eigentlich. Also er hat viele Autoren geprägt, das ist auch ganz klar. Er hat ja auch immer noch heute ein ganz spezielles Fandom, das sehr aktiv und rege ist, mit Tolkien-Tagen, die Genau. immer mal wieder stattfinden und so. Also das ist ja jetzt nichts Vergangenes, das ist ja so was sehr Gegenwärtiges. Ja. Gerade auch nochmal durch die Filme. Trotzdem hat natürlich Hydors Golem recht, wenn er hier chattet, dass es Conan schon vorher gab. Also Robert E. Howard ist der Erfinder von Conan. Und Robert E. Howard, sag ich jetzt mal, also da dürft ihr die Nicole nicht für verantwortlich machen. Ich sage das jetzt. Robert E. Howard war der vielfältigere Autor im Vergleich zu Tolkien. Während Tolkien eben seine eine Welt da bis ins Detail ausklamüsert hat und da also natürlich auch was ganz Großes geschaffen hat, keine Frage, war Howard also aktiv vom Krimi bis zur Fantasy und zum Horror und hat unheimlich viel gemacht, bis er dann, und das empfehle ich übrigens niemandem, mit 30 sich die Rübe weggeschossen hat. Also das sollte man erstmal, das ist nicht vorbildlich, das lassen wir mal, ja. Nee. So, aber wir waren bei Tolkien, wir finden Tolkien super, sagen aber Genau. natürlich auch, Tolkien war natürlich gestern. Und heute prägen Rowling, Meyer und Martin hier, wo die Suppe kocht. Ja, also es gibt natürlich immer so wieder Wellen in der Fantastik. Und es ist ganz klar, dass eben halt die Harry Potter-Reihe auch einen sehr großen Schub geleistet hat, damit eben halt die Fantasy wieder sozusagen beliebt auch wurde, dass viele Leute auch sozusagen zum ersten Mal zum einem fantastischen Roman gegriffen haben. Also wenn es Rowling nicht gegeben wäre, ich glaube, es hätte doch eine Entwicklung nicht stattgefunden, die es heutzutage natürlich jetzt gibt. Und Und bei Stephenie Meyer habe ich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, dass die Buchhandlungen ganz neue Regale aufgebaut haben oder eine Regalbeschriftung. Also ich hatte vorher ja. zumindest nie bemerkt, dass es eine Regalbeschriftung gegeben hätte, Romantasy. Ja, also und dann waren da natürlich hier die Twilight-Sachen da drin in verschiedenen Ausgaben und Ja. aber auch viele, ja, wie sagt man dazu, Nachahmer, klingt so abfällig, meine ich gar nicht so. Also viele Werke, die sie so inspiriert hat, die halt letztlich dann, da gab es ja diese Geschichten mit Engeln, in die man sich dann verknallen kann und so, ja. Ich glaube,
Stephanie Meyer war einfach diejenige, die das Vampir-Genre einfach auch nochmal revolutioniert hat. Nicht nur durch diese Glitzer-Vampire, sondern einfach auch dann, dass es eben halt nicht nur die ich sag mal, blutrünstigen, furchterregenden Bösewichte sind, sondern auch die Love Interest sozusagen der Geschichte. Also, ja. Ja, also Negonaki loves them both. Mein TH ist so super, wenn ich die ganze Zeit Deutsch spreche und dann was mal dazwischendurch raushauen muss. Also auf jeden Fall schreibt, dass Harry Potter etwas gelungen ist, nämlich Millionen und Abermillionen Leute in verschiedenen Altersstufen noch anzusprechen. Das scheint ja Ja. vielleicht auch was zu sein, was die Fantasy besonders gut kann, auch generationenübergreifend Freunde zu finden, ne, in der Leserschaft. Definitiv. Also ich kenne auch zum Beispiel weil von meinen Lesern auch, ich habe ja natürlich auch mit einigen Kontakt, die dann auch mal mich anschreiben und dann erzählen, wie sie wann auf mich und meine Bücher gestoßen sind. Und da kommen wir eben halt vom 9-jährigen Fantasy-Begeisterten, der die Magie der Namen eben halt entdeckt hat, bis zur 80-jährigen Großmutter, die das Hörbuch gehört hat und dann auch ganz begeistert mir dann einen Brief geschrieben hat, dass sie das so toll fand. Also das ist dann schon eine Geschichte, das ist nicht auf eine bestimmte Altersgruppe festgeschrieben oder eine bestimmte Berufsgruppe oder so. Also das ist schon sehr vielfältig. Also finde ich auch schön, weil man eigentlich natürlich auch, wir hatten ja schon das Thema, dass es eben halt sehr allgemeinen Themen auch in der Fantasy eben halt angesprochen werden, auch jeden berühren kann. Es ist nicht nur eine kleine Gruppe von Nerds und die sich Aber es dafür gibt das Thema natürlich begeistert. spezielle Nerds, die sich verkleiden, Genau. die sogenannten Cosplayer. Was halten wir Ja. von denen? Ich finde es super, ich habe mich leider noch nie verkleidet. Ich bin da leider nicht so der große Kenner, dass ich mir selbst Kostüme schneide oder sonst irgendwas könnte. Und ich bin ja auch ein bisschen molliger, also sprich, was Passendes zu finden, ist dann nicht ganz so einfach, wenn man nicht nähen kann. Aber ich finde das immer super, auch wenn wir auf der Leipziger Buchmesse dann die ganzen Cosplayer sehen. Also die Leipziger Buchmesse ist ja da bekannter auch dafür. Also das ist, ich finde immer super, dass wenn man dann auch Figuren sieht, wo man sagt, oh, das ist aus dem und dem Buch, das kenne ich. Also ich weiß, wer das ist. Also das ist dann, klar, man hat die Anime-Szene auch für die Gab es auch schon Cosplayer, aber Leute, die ansonsten, ja. etwas aus deinen Büchern gecosplayt haben? Nee, noch nicht, aber ich habe andere besondere Momente erlebt. Zum Also Beispiel bei. eine liebe Freundin inzwischen, die einen Kuchen gebacken hat mit dem Buchcover. Also das fand ich Ah, dann auch sehr schön. nicht Ja. schlecht. Also bei uns ist tatsächlich mal Bernhard Hennen und ich haben ja manchmal so Verkaufsstände auf so Veranstaltungen und da ist tatsächlich mal Galandel Mutter der Schrate vorbeigekommen und ich voll Idiot habe sie nicht erkannt, obwohl sie total offensichtlich Galandel Mutter der Schrate war, bin dann auf die Knie gefallen und habe um Vergebung gebeten, ja, aber Bernhard hat sie natürlich, das muss ich jetzt, ich meine, jetzt ist er ja nicht da, dann wird das auch sein Ego jetzt nicht schaden, wenn ich ihn mal lobe. Er hat sie nämlich sofort erkannt. Ich Idiot. Okay, so, also diese Episode müssen wir jetzt mal hinter uns lassen, denn Fantasy-Leserschaft ist total konservativ. Jein. Sie ist anders, als man sich sie vielleicht vorstellt. Also wie gesagt, ich habe viele Leute aus dem Bekanntenkreis, die auch Fantasy lesen, wo ich, als ich das erste Mal das gehört habe, mir da gar nicht vorstellen konnte. Also Nachbar meiner Eltern, mit denen ich natürlich aufgewachsen bin, Bankangestellter, eben halt auch ein sehr seriöser Mensch, wenn man ihn so von außen sieht, im Anzug und so Also so ein weiter. Typ wie ich, Und praktisch, kann man sagen. ja, und also der würde niemals sozusagen im Fantasy-Shirt oder als Laperke durch die Gegend laufen, aber sehr begeisterter Fantasy-Fan. Und er war derjenige übrigens, der mir Tolkien ausgeliehen hatte, die Herr der Ringe. Ah, Also okay. er hat auch sehr viel beigetragen. Das darf ich jetzt gar nicht vergessen. Ja, also ich finde, man kann ja auch mal diskutieren, was konservativ eigentlich bedeutet, ne? Also Ja. das ist ja eigentlich, bedeutet das ja, das, was ich für gut erkannt habe, will ich gerne bewahren. Das ist eigentlich die Wortbedeutung von konservativ. Und in dem Sinne, finde ich, sind die Fantasy-Leser extrem konservativ, weil die wirklich endlos lange Reihen lesen können, wo die in Oh derselben ja. Welt spielen, die sie einmal liebgewonnen haben und die sie dann bewahren wollen und die auch gerne Motive wiedererkennen. Ja? Also, dass ein Drache dann auch so aussieht wie ein Drache, wie sie sich einen Drachen vorstellen, wie ein Drache halt zu sein hat. Ja? Und das da in dem Sinne glaube ich schon, dass Fantasy-Fans konservativ sind.
und zum Beispiel einem auch um die Ohren hauen, wenn man in so ein Mittelalter-Setting schreibt, wenn man dann sagt, das Schwert sei aus rostfreiem Stahl geschmiedet, weil die halt wissen, dass rostfreier Stahl sich nicht eignet zum Waffenschmieden, ja, also in der Regel. Was ich jetzt auch leidvoll mir habe anhören müssen, dass das also so sei. Wir haben noch ein paar Man lernt fetzige. ja als Autor auch immer noch dazu. Also das ist immer schön. Gut, also wir haben noch ein paar fetzige Buchtipps und zwar jetzt mal für Kenner. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass im Chat viele Leute sind, die sich eigentlich super auskennen mit Fantasy. Da werden wir denen jetzt noch mal was an die Hand geben. Zum Beispiel das hier, die Buchmagier. Was ist das? Das ist ein sehr schöner zeitgenössischer Fantasy-Roman. Kleine Anekdote am Rande. Wie gesagt, ich war ja bei Bastian-Lippe eine Zeit lang angestellt und hatte dann nach dem Ende dort sozusagen immer noch Kontakt zu einigen Kollegen aus dem Lektorat und hatte dann auch zum Teil Gutachten geschrieben. Und eins von diesen Gutachten, das ich schreiben durfte, war zu Libromancer, das ist sozusagen der englische Titel von Die Buchmagier. Und ich war total begeistert von diesem Buch und habe den Kollegen dort empfohlen, bitte veröffentlich das, weil ich so begeistert von diesem Buch war und von der Idee. Es geht darum, wie man ja schon sieht, um Bücher. Und man kann aus diesen Büchern nicht nur ein Schwert rausziehen, also so ein bisschen wie die Artus-Sage, man zieht das Buch eben, das Schwert nicht aus dem Stein, sondern aus dem Buch. Und er hat das fertiggebracht, mich wieder zu begeistern für dieses Genre und die Möglichkeiten. Also er hat natürlich für Eingeweihte, deshalb ist es was für Kenner, auf viele Romane Bezug genommen, die er natürlich kennt, die er gelesen hat und eben halt dann kleine magische Artefakte rausgesucht, die für seine eigene Geschichte interessant sein könnten. Das heißt, Held dieser Geschichte ist eigentlich ein Bibliothekar, und dieser Bibliothekar liebt nicht nur das Fantasy-Genre, also man kann als Buchmagier über sich für verschiedene Genres auch begeistern, genauso wie als normaler Leser, hat aber die Gabe eben halt aus gedruckten Büchern einen Gegenstand, der nicht größer sein darf als dieses aufgeschlagene Buch, aus dieser Seite sozusagen rauszuziehen. Das heißt, man muss an der richtigen Stelle auch sein. Und dann zum Beispiel einen Heiltrank rauszuziehen, ein magisches Schwert oder ein Laser und so weiter. Und dann sozusagen zum magischen Agenten zu werden und dann zum Beispiel gegen Vampire zu kämpfen, die Oh, nämlich dann okay. sich auf die gerade im Clinch mit den Buchmagiern liegen. Und ja. Und da setzt eigentlich die Geschichte an und der Held der Geschichte ist eigentlich so ein typischer Fantasy-Nerd, kann man sagen, der sich für dieses Genre begeistert und mich als typischen Fantasy-Nerd natürlich auch besonders angesprochen hat mit all den Bezügen zu Romanen, die ich zum Teil auch noch nicht kenne, wo ich sage, okay, hinten die Buchliste ist auch sehr sinnvoll, Ah, es gibt dass so eine man das, Referenz dann da, dass man. ja, Ah, okay. genau. Dann auch, man kann auch feststellen, wenn man zum Beispiel begeistert ist von einer gewissen Idee, ob man, wenn man das Buch noch nicht kennt, kann man es nachlesen. Ein paar Sachen hat er erfunden, leider, leider. Das heißt, wo ich dann manchmal dachte, das hätte ich vielleicht auch gerne gelesen. Vielleicht Und schreibt das ja da, noch. naja, vielleicht, wer weiß. So, wir haben noch was. Litersomusenkuss von Ja. Lisa heißt sie, ne? Lisa Rosenbecker. Genau, auch eine liebe Kollegin sozusagen. Wir sind gemeinsam beim Drachenbund Verlag. Und Der macht Lisa, schöne Bücher übrigens und der macht auch, ja. ich glaube, wenn ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich glaube, es war der Drachenmond Verlag, bei dem man Überraschungspakete bestellen kann. Da sagt man denen, Genau. schick mir mal ein paar Bücher für 40 Euro und dann kriegt man so ein Paket und da ist es da außer den Büchern ist dann immer Drachenbox noch nennt sich so, das, genau, genau. da ist dann Sind ein noch paar irgend so ein nette Kram mit Goodies dabei. dabei Genau, und du kannst ja. angeben, ob du davon was von der Buch von deiner Wunschliste haben willst oder ob du nun einfach ein bestimmtes Genre haben willst. Also du kannst es schon ein bisschen steuern, wenn du sagst, also Krimi interessiert mich jetzt nicht oder eben halt Liebesromane interessieren mich nicht so, dann kannst du auch sagen, ich möchte jetzt was aus dem Fantasy-Programm haben. Also das kannst du schon angeben. Und dann kannst du eben halt eine Buchbox bestellen, zum Beispiel mit Litersum. Litersum ist Elegant ein die Kurve bekommen. Okay, worum geht's Ja, in Litersum? Litersum geht um Musen und Antimusen. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt ein Buchuniversum, das nennt sich Litersum. Und in diesem Buchuniversum gibt es eben halt Charaktere, die eben halt sowohl die Guten oder die Bösen, die Hauptfiguren oder die Nebenfiguren sein können. Und diese Charaktere können eben halt in unsere Welt überwechseln.
Und das gibt auch dann auch manchmal natürlich schöne Liebesbeziehungen zwischen den echten Menschen und diesen Buchcharakteren aus den Kindern entstehen. Und es gibt zum Beispiel dann eben halt, je nach Kombination, ob es ein guter Charakter ist oder ein schlechter Charakter, ob die Mutter oder die Mutter oder der Vater eben halt der Buchcharakter ist, gibt es dann bestimmte Fähigkeiten bei diesen Kindern. Und Malu, die Hauptfigur dieser Geschichte, ist eine Antimuse. Das heißt, wenn sie zum Beispiel einen Autor küsst, dann stiehlt sie demjenigen die Idee. Die wird dann ausgelöscht. Das heißt, sie verhindert eigentlich, was sie als Literaturstudentin eigentlich gar nicht so toll findet. Sie verhindert dass die Entstehung von neuen Buchideen. Sie macht das aber im Auftrag einer Agentur, die dafür das Litersum zuständig ist, damit das alles sozusagen im Gleichgewicht ist. Und nun ist es nun so, dass eigentlich soll sie jetzt einen Autor küssen und die Buchidee stehlen, kommt dort an bei diesem Autor und stellt fest, ups, der wurde ermordet. Und so gerät sie dann in die nächste Ermittlung, lernt auch einen jungen Polizisten kennen, der ganz schick ist, den sie auch ganz nett findet und stolpert nicht nur über Geheimnisse in diesem Buchuniversum und auch eine Kriminalgeschichte, sondern eben halt auch so ein bisschen schon eine Liebesgeschichte rein. Also für diejenigen, die sich für Buchideen begeistern, für Buchuniversen begeistern, auch so über die Theorie des oder beziehungsweise über das Schreiben selbst so ein bisschen reflektieren möchten, ist das schon ganz spannend, weil es gibt nicht nur Musen und Antimusen, das heißt diejenigen, die inspirieren und die Ideen wieder stehlen, sondern es gibt zum Beispiel auch Blockaden. Wenn du zum Beispiel einer Blockade begegnest, dann kannst du erstmal nicht weiterschreiben. Das heißt, dann sitzt du da vor deinem Buch und denkst dir, von deinem Manuskript und denkst dir, ups, was wollte ich jetzt eigentlich? Und plötzlich bleibt die Seite sozusagen leer. Während du, wenn du zum Beispiel einem Flash begegnest, dann plötzlich einen Schreibschub bekommst und total in deiner Geschichte drin bist. Also es ist sehr spannend und auch sehr viel zu entdecken. Man kann auch in diese als Bureal, das sind sozusagen die Kinder von diesen echten Menschen und den Buchcharakteren, auch in diese Buchuniversen reisen und dort einiges entdecken. Sehr Im spannend. Chat wird auch viel empfohlen, also ich empfehle im Chat mitzulesen. Ja, also da wird zum Beispiel Die Seiten der Welt von dem Kai Meier, der ja schon einen schlauen Spruch gebracht hat, den wir schon also genau diskutiert haben heute. Also das wird da empfohlen Auch eine sehr tolle Reihe, finde ich, ja. oder Tintenherz von Cornelia Funke oder Drachenmar, wo jetzt offenbar vergessen wurde, wer das geschrieben hat. Ja, Freunde von wegen. So, wir haben noch einen dritten Kennertipp, den nehmen. Also ich muss ja zugeben, ich bin ein großer Brandon Sanderson-Fan, weil ich finde, er kann immer sehr gut, ich sag mal, Welten zusammenbauen, die für mich total logisch klingen, weil sie aufeinander auf bestimmten Regeln aufbauen, die sehr durchdacht sind. Und er hat eben halt auch immer die Kunst, Magiesysteme zu erschaffen, die gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, wo man sagt, oh wow, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das ist doch so logisch. Und es ist aber immer was Neues, es ist immer was Besonderes. Also dementsprechend finde ich das immer sehr beeindruckend, was er so schafft. Und der Riet Mathis, man sieht das ein bisschen am Cover, da geht es hauptsächlich um geometrische Figuren und Kreidezeichnung. Das heißt, wenn man die Gabe eben halt besitzt, dann kann man zum Beispiel magische Abwehrkreise zeichnen. Und dann eben halt zum Beispiel bestimmte Figuren, das kann Einhorn, Drache oder irgendwas anderes sein, ein echtes Tier und so weiter, zeichnen und dann eben halt dann zum Beispiel gegen einen anderen Magier, einen anderen Rhythmatisten dann zum Beispiel ein Duell bestreiten oder aber zum Beispiel im Krieg, das spielt alles im 20. Jahrhundert in einer Parallelwelt, also es gibt nicht die Vereinigten Staaten, sondern die Vereinigten Inseln. Man kann also sich denken, wo es das spielt. Und die befinden sich im Krieg gegen wilde Kreidlinge. Es sind also Kreidezeichnungen, die leben, die sozusagen die Menschen überfallen und umbringen. Und dementsprechend sind die sozusagen natürlich daran bedacht, nicht nur dann sozusagen hier geometrische Figuren und Mathematik so ein bisschen zu lernen, sondern und das Zeichnen von diesen besonders guten und schnell ausgeführten System, was auch sehr komplex ist, aus Kreisen, Ellipsen und Strichen, sondern eben halt auch die Strategien zu lernen, wo man dann in diesem Krieg dann auch gegen diese Kreidlinge sozusagen erfolgreich ist. Und diese Geschichte spielt aber nicht im Krieg, sondern an einer Schule. Und Hauptfigur sind zwei
junge Leute. Der einmal, der Joel, der hat leider keine magische Begabung, aber er ist total von dieser Theorie, von diesen Konzepten, dieser Magie begeistert und überzeugt. Und hätte er das selbst gerne gelernt. Er ist aber nur der Sohn einer Putzfrau an dieser Schule und dementsprechend kann er eigentlich zwar mal hin und wieder bei Botengängen, zum Beispiel in diese Kurse der anderen rein schnuppern, aber er darf selbst nicht teilnehmen. Und er versucht nun über ein Sommerpraktikum sozusagen bei einem Professor dann da ein bisschen mehr reinzukommen, mehr reinzuschnuppern, mehr zu erfahren, jetzt zu lernen und lernt dabei eben halt Melody kennen, die eben halt eine Schülerin ist, die diese ganzen Geschichten lernt, aber eigentlich gar nicht so gut da drin ist, weil die ganze Geometrie, für die hat sie einfach keine Begabung. Also ein Kreiszeichnen, der richtig gelingt, der wirklich ein richtiger Kreis ist, das fällt ihr richtig schwer. Dafür kann sie aber super Zeichnungen machen, sehr detaillierte Zeichnungen, lebensgetreue Zeichnungen machen, zum Beispiel von Einhörnern oder Drachen oder anderen Figuren. Also die ist also eigentlich für diese Kreidezeichnungen, die dann für den Angriff benutzt werden, super. Aber sie kann einfach sich nicht verteidigen, weil sie diese ganzen Kreise und Ellipsen und so weiter, diese ganzen geometrischen Figuren nicht hinbekommt. Und jetzt müssen die beiden diesem einen Professor helfen, ein Verbrechen aufzuklären, der irgendwie mit dieser Kreidemagie zu tun hat. Und ja, auch wieder ein bisschen Kriminalgeschichte dabei und ein sehr spannendes Setting, muss ich sagen. Im Z wurden auch schon die Nebelgeborenen erwähnt. Das ist also auch eine Reihe von Brandon Sanderson. Da kann ich auch sagen, da habe ich auch was von gelesen und das würde ich auch bestätigen, dass da also das Magiesystem, was er sich da ausgedacht hat, also das ist, was die Sache aus der ganzen Masse heraushebt auch. Ne? Also wo er dann, es ist auch insgesamt ein schönes Buch, aber das, wo es nochmal wirklich einen Es ist Sprung eine macht. Reihe. Sechs Bände gibt es Ja, ist übrigens. richtig. Ja, stimmt. Aber also ist noch insgesamt eine schöne Geschichte. So. Ja. Aber was die Sache so auf ein besonderes Level hebt, ist, glaube ich, schon die Magie, die er sich ausgedacht hat Genau. dabei. Also das ist schon wirklich, wirklich schön gemacht. Muss ich mal gucken, wo ich denn hier mit meinen konservativen Thesen, das hatte ich schon so. Fantasy ist mehr als Drachen, Schwerter und Zauberer. Ich glaube, das haben wir schon bewiesen mit deinen Buchtipps, oder? Dann Auf können jeden wir da Fall. drüber weggehen. Ohne Romantik ist ein Fantasy-Roman unvollständig. Da haben wir auch schon festgestellt, kann Romantik dabei sein, muss aber nicht. Also es gibt natürlich dann auch die Verbrechen aufzuklären, Kriege zu führen, moralische Konflikte zu lösen, Freundschaft und Abenteuer sozusagen zu entdecken. Also dementsprechend, keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich muss es nicht haben. Die IAA brüllt uns gerade auch in Großbuchstaben an, dass das nicht stimme. Ja, also, dann werde ich jetzt ganz verschüchtert das auch wieder wegnehmen. Ich finde aber trotzdem, wenn wir vorher gesagt haben, das Allgemeinmenschliche ist so das große Thema der Fantasy, natürlich ist Liebe auch eine ganz starke Triebfeder Genau. für Menschen. Ja, also von daher wäre es seltsam, wenn das nie vorkäme, sagen wir mal so. Ja, also das ist ja klar. Ja, Benjamin So. sagt auch, er bewirbt seine Reihe explizit mit keine Romantik. Kann ich nachvollziehen, weil es gibt viele Fantasy-Autoren, die sagen, diese ganze Romantasy-Ecke interessiert sie eher weniger. Also ich kann es auch nachvollziehen, weil es viele will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auch schon Romane gelesen, wo ich dachte, okay, das soll jetzt Fantasy sein. Es geht eigentlich um die romantische Geschichte, die im Mittelpunkt steht. Und der Autor hat sich nur, oder die Autorin hat sich nur gedacht, ja, dann statt nun ein Rockstar nehme ich jetzt den Vampir oder den Werwolf oder keine Ahnung was, wo ich sage, was hat das jetzt sonst mit Fantasy zu tun? Das ist einfach nur ein anderes Gewand sozusagen. Es ging ihr eher um die Liebesgeschichte. Gibt's denn in Inspired eine Liebesgeschichte? Ja, das ist eins von meinen wenigen Geschichten, wo es wirklich eine Liebesgeschichte gibt. Zufällig habe ich das jetzt getroffen. Ist Das klar, ist wusstest du. klar. Das wusstest du natürlich. Ja, klar. Ja, aber da gibt es eine Liebesgeschichte, aber auch, ich sag mal, keine Liebe auf den ersten Blick. Also das Konzept finde ich dann weniger spannend. Auch keine Dreiecksgeschichten. Auch das ist so eher das Jugendbuch.
Klischee, was man so schon kennt aus der fantastischen Jugendbuchliteratur, wo ich dann sage, muss nicht sein. Aber es geht in dieser Geschichte auch um Musen und andere fantastische Wesen. Und Neliana, die Hauptfigur, ist eine junge Muse, die ist 18 und sie ist eine Muse der Literatur. Wir können also mit Literatur ja natürlich besonders viel anfangen als Autoren. Und die ist mir irgendwann mal auf den Geist gegangen, diese Muse, weil sie irgendwas wieder von mir wollte. Und ich hatte dann plötzlich also es ist eine von meinen besonderen Momenten, wo ich dann wirklich eine Figur zuerst im Kopf hatte. Und ja, und da habe ich gedacht, okay, wenn du mich jetzt ärgerst, ärgere ich dich auch. Weil Musen sind ja so diejenigen, die inspirieren Leute. Das heißt, ich habe ihr jetzt mal einen jungen Mann zur Seite gestellt. Und bei dieser Geschichte ist es so, Musenmagie funktioniert immer nur mit einem Partner. Also eine magischen Verbindung, die normalerweise von der Göttin der Musen sozusagen gesegnet wurde, wo man ein bestimmtes Ritual durchlaufen muss, um dieses Bündnis einzugehen und dann sozusagen die volle Musenmagie zu nutzen, sowohl die Muse selbst als auch der Partner, der dann Das von ihr heißt, inspiriert wird. dein romantisches Element hat auch für die sonstige Geschichte noch eine Bedeutung. Also das ist auch wichtig für Genau. den ansonstigen Plot dann, ja. Genau, das. Genau. Und nun ist es so, dass dieses Ritual auch durch Zufall auf andere Weise sozusagen geschlossen werden kann, was nun Liliana lernen muss, als sie dann eines Tages von Jay, das ist ein junger Mann, ein menschlicher junger Mann aus dem Ghetto, entführt wird, der sie eigentlich sozusagen benutzen will, um sie zu erpressen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich verrate jetzt nicht welches. Aber bei dieser Entführung passiert es nun leider so, dass diese romantischen Gesten doch ein bisschen anders passieren, als so sonst dann der Fall wäre. Also zum Beispiel, es knistert bei ihrer ersten Begegnung. Das ist zum Beispiel da habe ich jetzt einen besonderen Elektroschocker erfunden, der sozusagen knistert. Und sie hat sozusagen die Verteidigungswaffe. Und als er sie sozusagen mit Chloroform betäuben will, zückt sie den und sie bekommen jetzt beide sozusagen einen Schlag ab. Also sprich, dass sozusagen das Knistern ist sozusagen dann anders zu verstehen. Und so geht es dann weiter. Also er trägt sie über die Schwelle. Da ist sie bewusstlos eben halt. Ist ja auch logisch. Oder zum Beispiel der Himmel hängt voller Geigen. Für das Paar ist dann so, dass er sie sozusagen in eine Instrumentenbauerwerkstatt sozusagen verschleppt oder führt. Und dort sind natürlich dann auch Geigen auch, die dann eben halt an der Decke hängen. Sowas halt. Und dann ist es natürlich so, der letzte Moment, der letzte Schritt, er raubt ihr sozusagen das Herz, ne? Also von wegen Liebesgeschichte. Und sie hat eine Herzkette, die er dann natürlich zu fassen bekommt, genau in dem Moment, wo ihr eigentlich die Flucht gelingt. Und so, zack, ist das Bündnis geschlossen. Sie ist ihn eigentlich gerade losgeworden, aber hat jetzt dadurch zwar ihre Freiheit bekommen in dem gewisser Weise, aber ihre magischen Kräfte sind jetzt an ihren Entführer gebunden. Und sie möchte ihn eigentlich natürlich sofort, so schnell wie möglich wieder loswerden. Tja. Ich bin entsetzt. Okay. Also ich bin hauptsächlich entsetzt durch den Chat. Da werde ich hier ja als Romantik-Ninja werde ich hier tituliert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment verstehen darf. Und dann wird hier noch gesprochen über The Vampire Diaries. Damit verbindet mich ja ein besonderes Erlebnis. Es war nämlich so, dass ich da noch was Ordentliches gearbeitet habe. Da war ich noch Unternehmensberater. Das heißt, man fährt da so montags morgens los und freitags abends wieder. Trägt die ganze Zeit Anzug mit Flips und sowas. Ja. Und ich war ein großer Fan von The Vampire Diaries und habe das immer im Hotel geguckt. Und das lief, glaube ich, mittwochs, wenn ich mich richtig erinnere, auf RTL 2. Und das musste dann nämlich immer, normalerweise geht man dann mit den Kollegen noch irgendwie weg, aber mittwochs musste ich dann immer zeitig im Hotel sein, um Vampire Diaries zu gucken. Und dann lief ich durch Hannover und dann war so eine riesen Plakatwerbung, wo drauf stand: The Vampire Diaries hat jetzt den Sendeplatz gewechselt, du findest es jetzt auf deinem Mädchensender Six. Das hat mich in eine Identitätskrise gestürzt. Das kann ich verstehen. Wir müssen noch, ich weiß, wir haben schon überzogen, Nicole, ich hoffe, du hast noch 5 Minuten Zeit und kannst uns was Ja, klar. über Emanio erzählen hier. Das ist dein aktuelles Buch, oder? Ja, das gibt es auch eine kleine Liebesgeschichte. Jetzt muss ich ja wirklich ja sagen, wir Ach, haben ja hier ach, ach. die beiden Frau Geschichten. Gustig, Ja, ja. ja.
Aber auch hier steht sie nicht so im Vordergrund, wie man vielleicht vermuten möchte. Also, Hauptfigur, Jonas hat vorhin geschrieben, wir würden hier spoilern. Ich habe immer nur den Anfang genommen, die ersten 50 Seiten, was ich so erzählt habe. Keine Sorge. Also es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken als das, was ich erzähle zu den Büchern. Es geht um Emanu, das ist ja die Hauptfigur, die Titelfigur, einen schönen Herzogssohn. Er ist eigentlich der Schöne in dieser Beziehung. Kann ich mich voll mit identifizieren? Er ist aber auch das Biest, weil er ist derjenige, der am Anfang verflucht wird, weil er als der Frauenverführer sozusagen gilt, der sozusagen seine Machtmissbrauch, sozusagen die Anziehungskraft, die er auf junge Mädchen und Frauen ausübt, sozusagen ausnutzt, um dann sozusagen die Frauen scharenweise sozusagen ins Bett zu locken. Ja, nun ist er nun das Biest sozusagen durch diese Verwandlung, durch einen Hexenflucht. Und das Biest muss man hier jetzt als Panther verstehen. Also man kann natürlich sagen, Biest kann was anderes sein. Ich hatte mich jetzt für ein Panther entschieden, hat auch gewisse Gründe, weil ich dann, ich habe schon von vielen Leuten gehört, das ist aber kein Biest nach ihren Vorstellungen. Man kann es natürlich interpretieren oder nicht, wie man es möchte. Er wird eben halt aber von den Schlossbewohnern, wo er eben halt denen er begegnet, als Biest gesehen, also furchterregende Gestalt, die auch so Angst haben vor Tiermenschen, also wie sie die Gestaltwandler in dieser Welt nennen. Es gibt natürlich auch noch Gestaltwandler. Und es gibt einen jungen Luchswandler, den Lirio, einen Wildhüter in dieser Geschichte, der eben halt für Emanius Vater arbeitet, aber eben halt außerhalb des Schlosses unterwegs ist. Also sprich, die kennen sich auch nicht. Der Lirio hat auch Emanio vorher nie gesehen. Und nun ist es eigentlich so, dass Lirio nun aus bestimmten Gründen zum Schloss geht, um Emanio zur Rechenschaft zu ziehen. Er möchte eigentlich bei der Audienz vorsprechen, die Emanio immer dann ein paar Mal pro Woche dann leitet, und ihn zur Rechenschaft für seine Taten ziehen. Und nun ist es so, dass ausgerechnet Lirio den verwandelten Panther, weil er als Wildhüter natürlich und Gestaltwandler keine Angst vor dieser Großkatze hat, sieht und ihm das Leben rettet, weil die Leute ihn im Schloss natürlich nicht erkannt haben, ihren Herzogssohn. Ja, und dementsprechend wird er dann gegen seinen Willen dazu verdonnert, jetzt auf den Herzogssohn aufzupassen. Und während Emanuel natürlich versucht, einen Weg zu finden, mit den anderen zu kommunizieren, er kann natürlich nicht richtig sprechen, sondern er kann höchstens was vielleicht mit einer Kralle irgendwie in die weiche Erde ritzen. Also schreiben fällt ihm auch schwer. Er versucht es, aber es funktioniert nicht so richtig. Also eigentlich kann er sich mit niemandem verständigen und hat nun das Problem, dass er nun versuchen muss, eine Lösung fi zu finden, wie er von diesem Fluch wieder erlöst wird. Klar gibt es auch dann natürlich von so Bedingungen für diesen Fluch. Wenn er also innerhalb von etwa einem halben Jahr nicht seine große Liebe findet und sich bessert und ein Einsehen hat, was wirklich im Leben zählt, dann wird er eben halt in dieser Bestiengestalt sozusagen gefangen bleiben. Muss er dann verharren als Panther. Genau. Und wer nun seine große Liebe ist, ob er sie findet, und ja, das wird hier jetzt nicht verraten. Genau. Also sehr gruselig, was uns hier jetzt hier die Nicole auftischt. Wer es etwas sanfter mag, ich habe ja wieder hier spöttische Kommentare im Chat gelesen, ja. Die glauben ja, ich könnte jetzt hier nichts Verromantisches schreiben. So, Freunde, jetzt werde ich euch schocken. Nicole, ich muss dich kurz mal wegblenden, um hier mal jetzt Mach hier das. richtig vom Leder zu ziehen. Bei Battletech mit meinem alten Pseudonym, ja. Also da habe ich nämlich, ups, dieses, Moment, ich muss dir mal eben, wo habe ich das? Wieso bewegt er jetzt das Falsche? Das soll der bewegen, genau. Also dieses Buch hier, Gier, ja, das ist natürlich Romantik par excellence. Die Dame, die wir da vorne auf dem Cover sehen, ist nämlich zum Beispiel schon mal eine Prinzessin. Ja, also ich habe da hier die Tropen, habe ich hier sowas von drauf, das glaubt ihr gar nicht. Und es ist nämlich nicht nur eine Dreiecks-, sondern eine Vierecksgeschichte. Also mit vier Noch sehr involvierten, komplex. ja, komplex ohne Ende. Also hier lovermäßig bin ich da ohne Ende voll im Bilde, ne? So, also das braucht ihr, wenn ihr vorher natürlich, jetzt blende um hier, vorher natürlich von der Nicole das Emanio schon durch habt, ja?
Also, und wenn ihr euch das fertig gemacht habt, dann komme ich hier mit meiner Romantikoffensive mit dem romantischen Buchtitel Battletech Gear. Und da könnt ihr dann nochmal nachlegen und euch die volle Kante geben. Nicole, ich habe noch eine Abschlussthese, dann sind wir auch durch. Meine Abschlussthese ist, Fantasy-Geschichten sind zeitlos. Finde ich auch. Also man kann natürlich auf aktuelle Themen Bezug nehmen, wo man dann sagt, okay, man hat dann irgendwie politische Themen aufgegriffen und verfremdet. Aber an sich geht es eigentlich um Themen, die eigentlich immer aktuell sind. Also Liebe, Freundschaft, Freiheit, Pflicht und so weiter. Also man hat eigentlich zeitlose Themen, und dadurch, dass die Welten auch zeitlos bleiben, finde ich, kann man es immer lesen. Ja, und ich finde, das ist auch, also ich habe natürlich immer den Vergleich zur Science Fiction, weil das das andere Genre ist, in dem ich viel schreibe. Und bei der Science Fiction hat man immer irgendwo die Gefahr, dass man von der Realität überholt wird. Und diese Das Gefahr stimmt. hat man in der Fantasy eigentlich nicht. Ich kann einen guten Fantasy-Roman lesen, der 80 Jahre alt ist. Ja, also wenn der gut geschrieben Ja. ist, dann altert der auch sehr vorteilhaft in der Regel und man kann das trotzdem noch gut lesen. Und wir hatten ja, jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zu Tolkien, das ist ja auch schon ein bisschen älter, oder zu Conan, ist noch älter. Genau. Und auch die haben heute noch ihre Fans und entdecken auch neue Fans und man kommt damit gut klar. Ich weiß noch, dass ich mit welche Romane ich so in den 90ern gelesen habe, als ich das bei mir mit so einem Fantasy anfing. Und ich kenne jetzt viele Neuauflagen in den letzten 5 Jahren von Klassikern aus den 90ern. Also David Eddings oder Dave Duncan und so weiter, Raymond Feist. Also da wurde vieles neu aufgelegt, wo man jetzt gar nicht vielleicht vermuten würde, dass es schon so alt ist in dem Sinne, ne? Ja, genau. So, damit sind wir jetzt hier am Ende angelangt. Ich bedanke mich sehr bei der Nicole. Ich bedanke mich auch sehr für den Chat. Ich werde nachher noch mal nachlesen, was ihr alles so geschrieben habt und komme euch dann auf die Schliche. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich werde das Protokoll nachlesen. Aber ich werde vor Musst du allem noch dann auch mal dies. reingucken, ob wir irgendwelche Kommentare übersehen haben, oder hast du mitgelesen die ganze Zeit? Also ich habe auf jeden Fall mit einem Auge so mitgelesen. Ich habe auf jeden Fall auch gesehen, dass viele Buchtipps noch kamen und die werde ich natürlich auch noch lesen und werde das noch mal Sehr schön. angucken. Ne? Das war da also dann auch, dass ich dann auch wieder auf der Höhe der Zeit bin. Jedenfalls bedanke ich mich sehr bei der Nicole. Das hat mir viel Hat Spaß Spaß gemacht. gemacht. Ich habe Vielen auch Dank viel für. gelernt. So, und jetzt ist mir also alles klar, was mir vorher unklar war. Wunderbar. Also ich bin schon mal schlauer. Ich hoffe, ein paar Leute in dem Chat auch. Also. Wenn du noch Final Words machen möchtest, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wirklich hat Spaß gebracht. Auch die Diskussion, die eifrig nebenbei noch dabei war. Also das auch tolle Buchtipps noch dabei. Ich habe versucht, ein paar Sachen mitzuschreiben, die ich auch noch nicht kannte. Also dementsprechend vielen Dank auch dafür. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeinem Chatthema wieder. Genau. Also, vielen Dank und nochmal schönen Abend und auf Wiedersehen. Und viel Spaß beim Lesen Danke. natürlich.